Wir haben von KI gesprochen, wir haben von additiver Fertigung gesprochen, wir haben von neuen Geschäftsmodellen gesprochen. Das hat alles intensive Auswirkungen darauf, welche Skills, welche Fähigkeiten ein Unternehmen des Werkzeugmaschinenbaus zukünftig rekrutieren muss und bei sich haben muss, damit es funktioniert. Das Fähigkeitenprofil ändert sich dahingegen deutlich, dass wir eben mehr und mehr wegkommen von den handwerklichen, manuellen Fähigkeiten, die wir natürlich immer noch brauchen in hoher Qualität, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir es bislang gebraucht haben. Dazu kommt neu, dass wir ganz viel Software-IT-Kompetenz benötigen, um die neuen Bedarfe adressieren zu können. Alles, was rund um das Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning ist. Wir brauchen Data Scientists. Wir brauchen vielleicht Augmented Reality Engineers, die mir für die Wartung der Maschinen die entsprechenden Modelle aufbauen, um sie eben dann einblenden zu können über die Glasses, über die Lenses oder was auch immer dieses Device sein mag, das wir nutzen, um das tun zu können. Wenn ich diese neuen Fähigkeiten ins Haus hole, verändert sich meine Unternehmenskultur. Sie verändert sich natürlich auch dadurch, weil ich eben plötzlich mir eine neue Intelligenz ins Haus hole, wo faktisch das Unternehmen nicht mehr rein humane, biologische Intelligenz hat, sondern plötzlich mit künstlicher Intelligenz kooperieren muss und sie nutzt. Aber das wesentlich zur Definition auch des Unternehmens dazugehört. Wir können zukünftig gar nicht mehr dieses Unternehmen führen ohne das. Und es ist eine proprietäre Intelligenz, die zu mir gehört. Und das sind, glaube ich, Dinge, die die Kultur deutlich verändern, die auch die Prozesse massiv verändern. Und das gilt es zu berücksichtigen, wenn wir eben in die kommenden 10 Jahre hineinschauen, weil wir stehen sozusagen an der Schwelle dieses Zeitalters. Wir wissen, dass es kommen wird. Wir haben schon erste spüren schon erste Ausprägungen dessen. Wir haben sie schon im Haus teilweise, aber es ist alles noch lose. Zukünftig werden wir das vernetzen, verbinden zu einer Einheit, die uns hilft, das Ganze zu steuern. Und das ist eine Veränderung, die wir einplanen müssen und die wir am besten frühzeitig angehen, um eben dadurch auch Wettbewerbsvorteile erzielen zu können gegenüber anderen. Man muss sich die Frage stellen, wie kriege ich diese Kompetenzen überhaupt ins Haus? Zumeist sitzen ja die deutschsprachigen Werkzeugmaschinenbauer irgendwo auf dem Land, wo es schwierig ist, Kompetenzträger in diesen Spezialbereichen zu rekrutieren, weil die normalerweise lieber in Großstädten leben und diese attraktiver finden, zumindest ein Großteil derjenigen. Eine der Lösungen, die wir heute zur Verfügung haben und zukünftig noch viel mehr nutzen werden, sind eben diese Plattformen der Gig Economy, wo es möglich ist, für bestimmte Tasks Menschen weltweit zu rekrutieren, insofern diese Tasks online abbildbar sind. Also ich stelle diesen Auftrag, den ich habe, programmiere mir eben einen digitalen Zwilling für Maschine XY, kann ich als Auftrag oder als Teilaufträge heruntergebrochen ins Netz stellen auf diese Plattformen und mehr oder weniger von Kompetenzträgern auf der ganzen Welt abarbeiten lassen. Das hat eine ganz neue Dimension dann, wie ich Teams zusammensetze, weil es plötzlich eben Menschen sein können, die überhaupt nicht zu meinem Unternehmen gehören, aber trotzdem für mein Unternehmen arbeiten. Ich habe die Möglichkeit plötzlich rund um die Uhr zu produzieren, weil ich das zeitzonenübergreifend vergeben kann. Es hat sehr, sehr viele Vorteile. Die Herausforderung dieser Gig-Economy-Plattformen, die heute schon da sind, die zukünftig prognostiziert zumindest noch mehr kommen werden, ist eben das Management dieser Plattformen, ist das Management der Aufträge, dass ich mir selbst die Fähigkeit ins Haus hole, diese Aufträge herunterzubrechen in Teilaufgabe, damit eben das intellektuelle Eigentum des Unternehmens nicht sozusagen dann verloren geht oder eben auch an den Wettbewerb kommt.
Aber das ist eine Möglichkeit, um eben regionale strategische Mängel zu beheben. Und das ist ein mächtiges Werkzeug. Und darüber hinaus kann man diese Plattformen eben auch fürs Recruiting nutzen. Wenn ich sehe, einer dieser Gigworkers entspricht total meiner Kultur, ich fühle mich total wohl in der Kooperation mit ihm, der kann genau das, was mein Bedarf ist. Ich kann ihn einstellen. Wir sind mittlerweile auch durch die Pandemie nochmal gewohnt, virtuell zu arbeiten. Und plötzlich habe ich mehr oder weniger ein Global Recruiting Process gestartet, den ich mir zuvor nicht hätte erdenken können. Und ich glaube, dass da ganz viele neue Möglichkeiten auf die Unternehmen zukommen. Man muss sich aber, und das kann man, glaube ich, insgesamt nicht genug unterstreichen, eine klare Strategie geben, was man damit tun will. Weil man sich eben auch sonst sehr viele Probleme ins Haus holen kann.